Ja, schönen guten Hallo, willkommen zurück bei Beat Hazard. Ich habe mal wieder 6 Lieder von euch rausgesucht, die ihr mir vorgeschlagen habt, beziehungsweise habt ihr mir auch Interpreten, so Trompeten empfohlen, und ich habe mir von denen dann ein Lied rausgesucht, so gesehen. Oder vielleicht mal ein Remix, weil zum Beispiel ein Beethoven-Song von so einer Stunde etwas zu lang ist. So, seid also gespannt, was ich genommen habe. Singleplayer. So, wir fangen an mit Distortion Baby Metal. Wurde mir direkt vorgeschlagen. Und ich mache das hier direkt auf Insane, weil ich weiß ganz genau, ihr wollt sowieso nur Insane sehen, wenn ihr mir etwas vorschlagt. Ihr seht ja, ihr hört ja schon, wie es in diesem Lied hier total abgeht. Und ich habe eine Bitte an euch: Seid doch bitte etwas kreativer als Metal und irgendwelchen Hardcore Heavy Metal Punk Rock und sowas. Das klingt doch mit der Zeit langweilig, seid doch mal ehrlich. Ein bisschen kreativer. Ich muss mir jetzt echt Mühe geben, so die Beste rauszusuchen, weil sonst, wenn ich jetzt die obersten 5 zum Beispiel genommen hätte, da hätten wir 5-mal Metal gehabt. So, hier habe ich mal eine Ausnahme gemacht, weil irgendwas vom Metal musste ich dann doch nehmen, weil ich will euch ja nicht ganz enttäuschen an alle Metal-Fans und so. Und ich habe schon verkackt. So, ich wollte hier natürlich erstmal hier Volume sammeln, dass das auch mal ein bisschen lauter wird, dass ihr was hört, ne? So, und jetzt mal hier, genau, so konzentriert man sich nicht. Ach, das ist ja nicht Französisch. Ah, Bombe geht doch nicht mit Dings. Wie ging doch mal Bombe? Scheiße. C? X war Bombe. Okay, merken. X war Bombe. Jetzt versuche ich hier nicht nochmal zu verkacken. Versuche hier doch mal ein bisschen weiter zu kommen. Ein bisschen lauter. Nochmal die Bombe. Ja. Wunderschönes Lied zum Einschlafen. Es gibt mir hier für das Spiel ist es auf jeden Fall gar nicht schlecht, weil ich komme da halt voran und kann auch selbst im Insane halte ich hier relativ gut durch. Was mich überrascht, und jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Ja, 48% ist auch nicht schlecht. Als nächstes kommt der Symphonie Nummer 9 Remix. Remix, wohl bemerkt, von Beethoven. Von Beethoven. Da, 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 da. Ja, ihr hört es ja gleich. Jeder kennt es, nur nicht jeder weiß, dass es halt von Beethoven ist. Ich bin ganz ehrlich, Beethoven macht jetzt nicht so eine Scheißmusik, das, was einem in der Schule gezeigt wird. Das ist halt so ungefähr das Schlechteste, was er hat. Aber an sich, ich habe nichts gegen Beethoven, muss ich ganz ehrlich sein. Der macht auch gute Musik. So die generell diese alten Lieder. King of the Mountain Hill zum Beispiel, das wird auch für YouTube-Videos gerne und öfter benutzt. Das wissen nur die meisten nicht, dass das eben so diese alte Beethoven-Musik ist. Und ihr hört jetzt das natürlichen Remix. Wie soll es denn anders sein? Versuche hier mal ein bisschen lauter zu werden. Scheiße, jetzt habe ich 2 Bomben gezündet. Da, 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 ba, da, ba, ba. So, ein bisschen Punkte hier sammeln. Ich versuche jetzt auch mal Level abzukommen und weiterzukommen in dem Spiel. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Okay, jetzt wird mal ernst gespielt hier. Jetzt mal aufpassen. Okay, jetzt will ich ernst spielen und das Lied macht eine Pause. Das ist schön. Ein bisschen Power mehr. Ja. Ich habe keine Bombe. Bisschen Volume, bisschen mehr Volume, jawohl, noch ein bisschen Volume. Und ich, Mann! Immerhin hier eine Bombe. So schwer kann das doch nicht sein, hier mal was gut gescheit zu machen, oder nicht? Ah. Immerhin weiß ich diesmal ein bisschen aus, zumindest. Die Power brauche ich jetzt. Ah. Ach, es war's schon. Fuck. 81%. Nicht schlecht. Nicht schlecht, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich kriege auch mehr Punkte, wenn ich das so auch schaffen würde. St. Jimmy. Green Day. Schon eher etwas nach meinem Geschmack. Green Day. Auch wenn ich das Lied zum ersten Mal höre. Bin ich ganz ehrlich. Aber Green Day ist halt mein Geschmack. Ich bin jetzt kein Green Day Fan, aber ist wie gesagt mein Geschmack. Oder eher mein Geschmack als
Heavy Metal, Hardcore, Punk, Rock. Nicht? Ist halt hier Rock. Wobei ich auch nicht den ganzen Tag Rock hören könnte. Ich brauche halt Abwechslung, wenn ich überhaupt mal Musik höre. Ich höre wirklich gar nicht so oft Musik, wie ich hören könnte. Es soll ja auch Leute geben, die sehen Musik hören als Hauptbeschäftigung und sitzen dann einfach so da und hören Musik. Und ich sehe das einfach als komplett verschwendete Zeit, was man da alles machen könnte, wenn man eine Stunde lang Musik hört. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man wirklich nur Musik hören kann. Das geht gar nicht. Da muss man was dabei machen. So, konzentriere ich mich mal. Vielleicht gucke ich jetzt auch mal darauf, wo ich gerade bin. Das soll, glaube ich, ganz praktisch sein, zu wissen, wo man selbst gerade ist hier in dem Spiel. So, 43er Kombi von was weiß ich was. Habe ich schon den Beat Hazard? Mir fehlt noch ein Punkt, glaube ich, dass ich den Beat Hazard Modus aktiviere. Ah, so ein bisschen hier irgendwo. Ich müsste die Effekte runterschrauben, dass ich mal ein bisschen mehr sehen kann. Das ist hier Verwirrung pur. Jetzt kommt auch kein Volumen und... Ah, scheiße. Ich glaube, das war schon der Beat Hazard Modus, weil kein Volumen und Power und gar nichts mehr kam irgendwie. Bombe, da kann ich auch direkt eine auslösen. Oh, hat die Bombe jetzt auch den Boss getroffen? Das wäre jetzt richtig klar. Da ist ja der Boss. Ah. Erstmal hier die Kanötchen wegmachen. Lass mich den Boss hier bitte schaffen. Oh. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Aha. Ja. Einfach nur gucken. Ah, scheiße. Fuck! Okay, nein, es ist vorbei. Ich habe nicht drauf geachtet, wie lang mein Respawn-Schutz ist. Ah, es geht ja alles schneller, als ich befürchtet habe. Oh Mann, jetzt kurz vor Offizier irgendwas Grades oder was weiß ich, was danach kommt. So, was kommt jetzt? Oh ja. Live to win! Natürlich auf Insane! Insane! Warum sage ich die ganze Zeit Insane? Habe ich einen Sprachfehler? So, Live to win kennen doch hoffentlich alle. Wenn nicht, Schande über euch. Auch wenn ihr zu jung dafür seid, das läuft oft genug irgendwo, auch wenn es in irgendeinem YouTube-Video ist, um eine Situation zu verschärfen. Ja gut, wahrscheinlich auf YouTube-Videos nicht ganz so oft, weil das ja immerhin Content hat. Das wollen ja die meisten nicht, damit man auch ein bisschen Geld verdienen kann, nicht? So, wir haben ja die erste Bombe schon mal rausgeböllert, das ist schön. Wer ballert auf mich? Keiner, ich hoff's. Volume haben wir. Noch ein bisschen Volume, das geht dann... Beat Hazard, jawohl, Beat Hazard Modus ist aktiv. Ein bisschen leise ist das Lied trotzdem, aber ich kann es euch ja lauter machen. Warum habe ich das gemacht? Das war gar nicht so heftig. Ha, wer schießt da? Böse! Ha. Ich muss einfach mal ein bisschen streuen, weil die sind ja alle sowieso One-Hit irgendwie hier. Und jetzt kommt ein Boss jetzt, wo es hier überhaupt gar nichts passiert. Das ist schön. Aber jetzt kann ich mich auch mal auf den Boss konzentrieren. Ha, einfach ein bisschen streuen hier. Na, dann treffen mich die ganzen Dinger auch gar nicht so. Dann ist das doch kein Problem. Ach, das sind zwei Bosse, das sehe ich ja jetzt erst. Lift, du Scheiße! Ja, Lift, du Scheiße! Das ist mein Motto. Oh, ich hab den Boss geschafft. Ich hab eine Chance. Live to win, Junge. Bisschen Power, bisschen aufpassen. Jetzt vielleicht nicht ganz so am Rand. Und mein Kopf juckt. Kennt ihr das, wenn ihr euch konzentrieren müsst? Genau dann juckt irgendwas. Das ist immer so ausnahmslos. Hab ich eine Bombe? Nee, das ist doof. Lass mich mal da kurz sein. Scheiße. Lass mich da mal kurz durch. Lass mich an. Bombe. Aber noch komme ich klar, noch komme ich ganz gut klar. Scheiße. Ich hoffe, das war's nicht. Ha, ich habe noch eine Chance. Direkt mal die Bombe hier, dass ich noch ein bisschen Power und alles einsammeln kann. Noch ein bisschen Volume. Nice.
Dauert noch ein bisschen Lied. Das Lied. Jetzt verlerne ich schon die deutsche Sprache hier. So verwirrt bin ich schon. Beat Hazard. Live to win, Junge, ich brauche Power! Ja! Ja! Ausweichen! Live to win! Scheiße, ich habe keine Bombe. Yeah! Ah! Geben die auf. Ha! Ha! Ja! Ja! Ich hab ein Insane-Lied geschafft! Insane! Mein Gott! Nicht insane! Auf jeden Fall, ich hab's geschafft! Track cleared! Live to win, Junge! Ha! Ja, St. Jimmy's coming down. Nice! Was krieg ich denn dann als das Punkte jetzt? Jawohl, nochmal weiter? Nee. Senior Officer. Suizidial! Now we're going to manage perks. Ich kann Suizid freischalten, aber wie ging das jetzt nochmal? Standard Mode? Hol ich erstmal. Nee, das hatte ich schon. Und jetzt mal Timmy Trumpet. Manage Perks. Suizidal. Buy Perk. N. Jawohl. Und jetzt habe ich hier Suizidal. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass das Lied jetzt nicht zu leise ist. Normalerweise bearbeite ich die vorher so, dass die alle ungefähr dieselbe Lautstärke haben. Weil sonst muss ich das nachbearbeiten, aber jetzt bearbeite ich es halt nach, weil ihr, ja, ich habe halt schon ein bisschen aufgenommen. Aber jetzt mal Konzentration hier. Ich denke, ich habe ein Goodie-Bag. Ich denke, ich kriege am Anfang direkt mal was. Ich will dieses Volume einsammeln. Gib mir das Volume. Ihr müsst doch auch was hören, Leute. Ja, Power. Punkt. Lass mich das kurz einsammeln. Ja. Ich brauche hier volle Power, wenn es hier losgeht. Beat Hazard, jawohl. Where the freaks at? Okay, die Effekte sind jetzt leider deutlich lauter als der Song. Da kann ich jetzt aber gerade nichts dran ändern. Tut mir leid. Und für alle Leute, die fragen, was für Lieder sind, das kannst du mal einen Link in die Videobeschreibung machen. Ich muss da keinen Link in die Videobeschreibung machen. Das steht da, wenn ich das Lied auswähle, wie das Lied heißt. Das könnt ihr vielleicht einfach rausschreiben. Ich weiß, es gibt einige Leute, die haben die Funktion oder die haben einfach verlernt, wie man etwas selbst sucht oder selbst auf YouTube eintippt, um es einfach mal zu finden. Jetzt muss ich mich mal kurz hier immun machen. Und noch eine Bombe vielleicht. Und noch eine Bombe habe ich nicht. Es ist praktisch, dass das Lied hier gerade nicht weitergeht. Ich möchte gern. Ich würde es hier gern schaffen. Wäre schon cool so auf Suizidal. Oder wie auch immer man das ausspricht. Suicidal. Suicidal. Suicidenbarer. Make the speakers go to war. So ein bisschen Dollar hier. Jetzt weiß ich auch, wofür man das hier gebrauchen kann, ne? Schön. Ja. Ja. Das Lied ist übrigens eine geremixte Bassboost-Version, falls ihr euch schon gewundert habt, falls ihr es überhaupt hört. Weil selbst ich höre das gerade sehr leise, was ich gerade echt nicht schön finde. Aber das habe ich ja schon oft genug gesagt. Habe ich eigentlich eine Bombe? Nicht, das ist unpraktisch. Habe ich... Ah, gib mein Bestes. Ich dürfte noch ein paar Leben haben. Wie viele Leben habe ich noch? Ein Leben habe ich noch. Versuche ich die Power hier noch zu kriegen. Bisschen hier dodgen. Ist ja alles kein Problem für mich. Oh, das Lied ist gleich vorbei. Muss mich noch mal kurz anstrengen. Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Und da hören wir schon das nächste Lied. Das letzte Lied auch. Geschafft. Jawohl. Jawohl. Nochmal. Jawohl. Nice! Aha, power, don't wait to pickups. Buy up to 5 power ups for the start. Jawoll! Suicidal, wie auch immer.
Und The Bird, 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 den hört man doch hoffentlich eher als das letzte Lied. Also jetzt natürlich noch nicht, ich muss ja erstmal Volume sammeln. Volume? Nee. Da kriege ich noch ein bisschen Dollar. Habe ich jetzt auch Teile, ich habe jetzt gar nichts gekriegt, was ich am Anfang irgendwie aufheben kann. Ich habe das Gefühl, die funktionieren gar nicht, aber ich habe ja auch Suicidal freigeschaltet, was aber jetzt auch irgendwie das Einzige ist, was ich gekriegt habe, so ein Goodiebag oder was auch immer ich da freigeschaltet habe, das sehe ich hier gar nicht. Oder ist es jetzt nur im Story-Modus oder wenn es sowas hier überhaupt gibt? Oh, da muss ich ein bisschen ausweichen. Ha! Ja gut, wenn man keine Bombe aktiviert, dann macht man das halt so, ne? Lass mich mal in Ruhe. Ein bisschen hier drehen, das ist ja alles One-Hit, das meiste. Die Meteoriten klumpen natürlich nicht. Ja, so ein bisschen Volume fände ich nicht schlecht hier gerade. Bird, bird, bird is a bird. Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht von dem Song. What the fuck? Ah, ich hab noch nicht die volle Lautstärke. Schön. Kurz den Mut machen. Lautstärke. Ist noch eine Bombe? Ah, macht nichts. Braucht keine Bombe. Braucht keinen Mensch hier. Ich bin jetzt ein Profi. Jawoll. Ist das nicht ein tolles Lied? Da ist Beethoven echt scheiß dagegen. Aber ich wusste es. Oh, das Lied ist vorbei. Habe ich noch eine Bombe? Nee. Ich könnte theoretisch noch mal kurz sterben, um die alle auszulöschen. Kriege ich noch ein paar Punkte hier. Jawoll. Aber ich glaube, es war nicht gar nicht so gut. Ich glaube, es gibt eher Bonus, wenn ich nicht sterbe. Aber egal. Habe ich sowieso nicht noch mal gekriegt. Das hier ist zwar nicht in Farbe, aber ich weiß ganz genau, dass ich mir das beim letzten Mal schon hatten, also werde ich das jetzt nicht spielen. Normalerweise hatten wir das halt wirklich. Und ja, ich würde sagen, schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr als nächstes hören wollt. Und seid doch ein bisschen kreativer als Metal. Es kamen wirklich nur Metal-Vorschläge, ganz ehrlich. Kann ich reinnehmen, aber nicht alles. Genug geredet, schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes spielen soll. Und bis dahin, ciao und rein.